Wenn ein todkranker Mensch den Wunsch äußert, sterben zu dürfen, dann wird ihm hierzulande dieser Wunsch verwehrt. Denn in Deutschland ist die geschäftsmäßige Sterbehilfe seit einem Jahr verboten. Der Patient hat nur die Möglichkeit, zur Schmerzlinderung eine palliative Behandlung in Anspruch zu nehmen oder die letzten Wochen in einem Hospiz zu verbringen. Wie erlebt eine Palliativpatientin ihre Situation? Welche Art der Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt und wo klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Yadira Picado-Mark. Sie erhielt im Jahr 2015 die Diagnose Bauchfellkrebs, im fortgeschrittenen Stadium eine unheilbare Erkrankung. Seitdem ist sie in palliativer Behandlung. Dr. Marion Daun ist Oberärztin und Leiterin in der Palliativstation am Klinikum Stuttgart. Und Sigrid Heinrich Rebole, sie hat ihren an Krebs erkrankten Mann bis zu seinem Tod 20 Monate lang zu Hause begleitet und die letzten Monate auch gepflegt. Frau Picado, Sie haben im Jahr 2015 die Diagnose erhalten, Krebs im fortschreitenden Stadion, unheilbar. Wie haben Sie denn den Moment der Diagnose erlebt? Also ich habe ja meine Diagnose selber erfragt am 13.05., weil ich gespürt habe, dass irgendwas nicht stimmt und dass es schlimmer ist als jetzt eine irgendeine nichtssagende Krankheit. Durch dass ich das selber erfragt habe, habe ich mich irgendwie darauf vorbereitet. Und am Nachmittag vom 13.05. hat die Ärztin dann das bestätigt. Und ich war, ja, ich will nicht sagen schockiert, aber ich war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, benebelt von dem Ganzen. Und dann abends hatte ich Besuch von der Familie und dann habe ich das direkt mitgeteilt. Und ich habe gedacht, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ihre erste Frage an den Onkologen war ja, wie lange habe ich noch? Genau. Was hat sie geantwortet? Das ist ein Herr und er hat gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Dann habe ich gesagt, ja, wie schlimm ist das denn? Ist das heilbar? Und dann hat er gesagt, das ist nicht heilbar. Es ist Bauchfellkrebs. Dann habe ich gesagt, wann müssen wir mit der Chemo beginnen? Und er hat gesagt, möglichst schnell, weil der Tumormarker auf 1700 war. Und das heißt wohl schon Krebszellen ohne Ende. Und dann bin ich samstags entlassen worden und habe am 2.6., das war ein Dienstag, direkt mit der ersten Chemo angefangen, Palliativchemo. Und hat der Arzt Ihnen gesagt, wie lange Sie noch haben oder sowas? Also das kann man nicht sagen. Überhaupt sagen? Also es gibt Menschen, die leben damit ein halbes Jahr, ein Jahr, zwischen 1 und 5 und die Ausnahmefälle haben 10 bis 12 Jahre ungefähr. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Ich habe jetzt ein Jahr geschafft und ein paar Monate. Ich fühle mich recht gut, ich nehme keine Medikamente. Ich genieße mein Leben, solange ich es habe und es klappt recht gut. Über die palliative Behandlung sprechen wir nachher noch, was das alles beinhaltet. Frau Heinrich-Rebole, Ihr Mann hatte Lungenkrebs, er ist vor wenigen Monaten auch gestorben. Wann war das denn klar, dass Ihr Mann keine Überlebenschance mehr hat? Von Anfang an, weil das Krebsstadium auch so fortgeschritten war, dass wir nicht wussten, ob er die nächsten 3 Monate überleben wird. Also er hat die Diagnose Weihnachten 2014 erhalten. Und ja, es war in dem Moment war es nicht klar, wie lange es gut gehen würde. Wie haben Sie die Diagnose erlebt? Für uns war es ein Schock, weil natürlich mein Mann war ein ganz lebendiger Mann. Er war nie krank, er war ein großer, kräftiger Mann. Und ich habe mit allen Möglichen gerechnet, aber nicht damit. Und natürlich hatten wir Pläne für die Zukunft und wollten miteinander alt werden. Sie hatten noch 20 Monate zusammen. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Also die ersten Monate waren schwierig und sich zurechtfinden. Also wir haben im Prinzip in den ersten 2 Wochen nach der Diagnose alles geregelt, was zu regeln war. Wir hatten alles, wir hatten Testament, wir hatten Generalvollmacht, aber nichts notariell beglaubigt. Das haben wir sofort gemacht, weil wir nicht wussten, wie lange mein Mann wirklich noch ansprechbar ist, weil er fortgeschrittene Hirnmetastasen hatte. Und es ist nicht klar, wie sich das entwickelt, ob es auf die Strahlentherapie, ob es auf die Chemo anspricht oder nicht. Und wir haben auch in diesen ersten 2 Wochen über alles gesprochen, was für ihn wichtig ist. Also auch, wie er sterben möchte, wie er gepflegt werden möchte. Und auch darüber, ob er ins Hospiz will, ja oder nein. Wie haben Sie das emotional erlebt? Ja, es war Horror. Also die ersten Monate oder Wochen war es einfach Horror. Und ich bin im Prinzip im Krankenhaus außer nachts nicht von seiner Seite gewichen.
Ich bin nach Hause gefahren, ich habe Essen gekocht, weil ich wollte, dass er was isst, was ihm schmeckt. Weil er war neben seiner Lebendigkeit und Beweglichkeit außerdem auch noch ein guter Koch und hat es geliebt, mit Freunden zu Hause an der Tafel zu sitzen. Und das Krankenhausessen war für ihn furchtbar. Und ich bin mit Essen ins Krankenhaus, habe die Mikrowelle angeschmissen. Aber selbst gekochtem Essen, kein Fast Food. Und habe im Aufenthaltsraum mit ihm gesessen. Und er hat ganz normal gekleidet da gesessen mit Hose und Hemd, weil er gesagt hat, ich möchte mich nicht als Patient ins Bett legen. Und so haben wir die ersten Wochen quasi überlebt. Ich habe ihn am Wochenende immer nach Hause geholt, so gut es ging, weil ich Angst hatte, dass er sich aufgibt und seinen Lebenswillen stärken wollte. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ob du eine Chance hast, aber wenn du eine hast, dann möchte ich, dass du kämpfst. Und wir haben eigentlich noch bis zum Schluss, wo es dann halt nicht mehr ging und er nicht mehr von zu Hause weg konnte, permanent irgendetwas unternommen. Ich glaube, das ähnelt dem, wie sie es gerade erlebt. Ja, also wir konnten nicht mehr weit wegreisen, aber immer dann, wenn es irgendwie ging, waren wir noch unterwegs. Die Zeit intensiver danach war. Genau, jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Im November waren wir in Lissabon. Weihnachten, Neujahr waren wir bei Freunden noch in Südfrankreich und sind über Silvester in Collioure gewesen, obwohl er schon mit dem Gehen wirklich auch Probleme hatte. Mhm. Und ja, also bis kurz vorher im Konzert unterwegs etc. Mhm. Frau Dann, Sie haben uns gesagt, Ärzte sind von Anfang an mit dem Tod konfrontiert, auch in ihrem Job. Wie ist es denn für einen Arzt, wenn man einem Patienten eine tödliche Diagnose mitteilen muss mit einer begrenzten Lebenszeit? Wie haben Sie das erlebt? Ja, also bin jetzt über 30 Jahre Ärztin in der Klinik und das ist immer wieder schwer. Schwer mitzuteilen, dass sich die Existenz ändert. Und das trifft ja nicht nur die Patientin und den Patienten, das trifft Angehörige, Zugehörige, Freunde. Ja, es trifft die ganze Familie. Wenn einer krank ist, ist die Familie krank. Und das zu überbringen, kostet viel Konzentration. Also ich muss mich vor so einem solchen Gespräch auch immer vorbereiten, hineingehen. Und ich weiß oft nicht, was mich auf der anderen Seite erwartet. Wenn ich Sie beide so sehe, denke ich, Sie haben das zwar als Schock gesehen, aber Sie haben das sehr schnell in Ihre Hände genommen. Und ich sehe es aber auch genau anders. Ich sehe Menschen, die völlig verzweifeln. Ich sehe Angehörige, die alles verdrängen, es nicht wahrhaben wollen. Es gibt keine Diskussion über Endlichkeit. Ja, es gibt keine Diskussion über Leiden. Und es ist jeden Tag eine Herausforderung und jeden Tag auch wieder schwierig für uns. Mhm. Frau Picato, Sie sind seit der Diagnose auch Palliativpatientin. Was genau bedeutet das? Also ich habe in 18 Wochen 6 Blöcke à 5,5 Stunden Palliativchemo bekommen. Was bedeutet das genau? Also was ist an der Palliativchemo anders als an der Chemo? Das kann die Fachfrau besser erklären. Erstmal an der Chemotherapie sehen Sie es nicht an, ob es palliativ oder kurativ, also heilend ist. Mhm. Palliativ heißt, es ist etwas zum Lindern, zur Lebensverlängerung. Mhm. Ja, und Kuration heißt, man denkt, es gibt ein Leben ohne diese Krankheit. Das Palliativ kommt aus dem Pallium, aus dem Mantel, aus dem Lateinischen und heißt einfach, man versucht diese Fürsorge, diesen Mantel für diesen Patienten oder die Patientin anzubieten. Das ist aber ganz schwer zu greifen. Also was genau macht das Palliative sozusagen anders aus als eine andere Schmerzbehandlung? Also Palliativ ist nicht Schmerzbehandlung, das muss man immer wieder sagen. Die Schmerzen einzustellen, das gelingt uns häufig sehr früh, sehr gut. Mhm. Palliativ heißt, dass wir mit diesen Menschen einen Weg gehen, der Unsicherheit, der Verzweiflung, durch Höhen und auch Tiefen. Das hat einen ganz anderen Ansatz, als zu sagen, ich mache jetzt diese Chemotherapie, dann ist die Chemotherapie beendet. Wir betreuen diese Menschen permanent, über Jahre teilweise in der Palliativmedizin und viele Gespräche finden statt. Und wer bekommt die? Kann die jeder sozusagen bekommen, der eine Krankheit hat mit einer lebensbegrenzten Zeit? Oder wer bekommt diese palliative Behandlung? Wenn es Ärzte erkennen, dass eine palliative Beratung oder palliativmedizinische Beratung notwendig ist, dann kann es jeder bekommen. Mhm. Es gibt ja auch ein verbrieftes Recht für eine Palliativversorgung in der Häuslichkeit. Mhm. Meine Erfahrung ist als Klinikärztin, es wird zu spät an die Palliativmedizin gedacht. Es wird therapiert, und wenn man feststellt, das Leben läuft davon,
dann denkt man an die Palliativmedizin. Und warum ist das falsch? Wie sollte es sein? Wenn eine Diagnose kommt, wir haben eine unheilbare Erkrankung, unheilbare Lungenerkrankung, neurologische Erkrankung, Tumorerkrankung, und diese Erkrankung ist mit Leiden, mit Verzweiflung einhergehend, dann macht es Sinn, sofort die Palliativmedizin mit hineinzutun, weil es ganz viele Daten gibt, dass Palliativmedizin Leiden signifikant lindern kann. Punkt 1. Und es gibt mittlerweile mehrere Studien, die auch zeigen, dass Palliativmedizin das Leben verlängert. Also genau, mir wurde das gesagt, schmerzlindernd, lebensverlängernd. Ja. Also ich habe einen Onkologen, aber ich habe jetzt keine Palliativmedizinerin an die Hand bekommen. Ich habe einen Therapeuten, zu dem ich schon länger gehe. Ich wollte keinen Onkopsychologen, sondern ich komme mit dem gut klar. Aber bei dem, was ich mache, ich sage das jetzt mal, bin ich eigentlich mein eigener Therapeut. Weil ich gehe nach meinem Gefühl, ich gucke, fühlen wie ist Sie sich der Tag. Gut beraten eigentlich? So wie sie es sagt, so werde ich nicht beraten. Ich habe einen guten Onkologen, ich bin auch alle 2 Monate da zur Blutentnahme. Der Tumormarker wird wieder bestimmt, um zu gucken, ist er was in die Höhe gegangen. Er fragt auch, wie es mir geht, er erzählt ein bisschen von sich. Das sind eher fröhliche Gespräche, keine traurigen. Aber in meinem Fall bin ich auch nicht so traurig, weil ich ein gutes Umfeld habe. Ich bin gut betreut. Ich habe keine eigene Familie, aber eine große Familie. Wenn ich eine eigene hätte, also Kinder und Ehemann, wird mir das mehr wehtun, ganz ehrlich. Und ich habe so nach nichts zu fragen. Aber ich habe einen guten Freundeskreis oder auch Ex-Kollegen, die Nachbarn. Und die freuen sich immer, dass ich noch lebe. Aber wenn ich zu meinen Ärzten gehe, ist es auch so. Ja, aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Es leidet nicht nur die Patientin und der Patient, sondern es leidet die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder. Ich glaube, das Umfeld leidet manchmal mehr als der Betroffene selber. Haben Sie das erlebt, Frau Heinrich-Rebula? Ich glaube, wir haben beide sehr gelitten. Und ich glaube, es ist auch typisch, dass wenn man eine gute Beziehung führt, dass derjenige, der weiß, dass er stirbt, dass ein Teil oder vielleicht eine der größten Sorgen ist, den anderen alleine zu lassen. Und das ist etwas, was meinen Mann auch sehr stark bewegt hat. Und das ist auch etwas, was dann am Ende seines Lebens dazu geführt hat, dass ich ihn bewusst loslassen musste und ihm auch sagen musste, dass ich ihm sozusagen nicht festhalten will. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, ist er eine Viertelstunde später verstorben. Wenn ich das gewusst hätte, dass es so schnell geht, hätte ich es wahrscheinlich in dem Moment noch nicht tun können. Er hat immer gesagt, also du tust jetzt alles für mich. Ich könnte ohne dich gar nicht leben. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Wer sorgt für dich, wenn ich mal nicht mehr bin? Also das war einfach eine seiner größten Themen. Und ich glaube, das ist genau der Kern dessen, was Sie gerade angesprochen haben. Und das ist so bezeichnend. Ich erlebe das, wenn ich an Betten von sterbenden Patientinnen oder Patienten sitze. Das ist nicht die Sorge um sich. Es ist wirklich ein kompletter Altruismus. Was ist mit dem, der übrig bleibt? So denke ich das auch, ganz ehrlich. Diese Menschen am Lebensende machen sich Sorgen um die anderen. Haben Sie auch Palliativmedizin, sozusagen palliative Behandlung in Anspruch genommen? Ja, wir haben, also er war ja noch mal also notfallmäßig dann in der Klinik, als dann eben, sage ich mal, das weitere Wachstum der Metastasen auch in seinem Rücken festgestellt wurde. Und von dem Moment an haben wir beschlossen, dass wir Palliativversorgung zu Hause in Anspruch nehmen werden. Sind dann regelmäßig begleitet worden von den Brückenschwestern. Waren Sie zufrieden damit? Das war eine sehr, sehr gute Unterstützung. Allerdings in dieser Phase erlebt man das so, dass man ein wahnsinniges Unterstützungssystem braucht. Also mir hat meine Freundin gesagt, wie willst du das schaffen? Wir haben uns um meinen Schwiegervater gekümmert und wir waren zu viert und wir waren voll beschäftigt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, als sie mir das gesagt hat. Aber ich hatte die Palliativversorgung, ich hatte die Diakonie im Haus und ich wäre trotzdem ohne meine Eltern und ohne die Freunde, die permanent mit mir noch da waren, nicht zurechtgekommen. Weil ich sage mal, die Diakonie, die kommt 2-3 Mal am Tag für 20 Minuten, aber der Tag hat 24 Stunden. Die Brückenschwester war also wichtig für mich, einfach um anzurufen, wenn wieder irgendwas sich verschlechtert hat. Also das war optimal, einfach zu wissen, da ist immer jemand erreichbar, weil man hat ja Ängste, dass man den Partnern leiden lässt und nicht genau weiß, was macht man jetzt. Gibt man ihm zu viel Morphium,
dann ist er immer nur weg und kriegt vom Leben nichts mehr mit. Gibt man ihm zu wenig, dann hat er Schmerzen. Also ich sag mal, dass, bis das so ein bisschen austariert ist, das dauert schon also ein bisschen. Also Sie sagen, Sie haben viel Hilfe bekommen, aber trotzdem musste noch privat reingesteckt werden, sonst wäre es gar nicht machbar gewesen. Ja, also ich sag mal, also das eigene Leben, also unser Haus ist wirklich zum Bienenschwarm geworden, weil permanent irgendwelche Menschen, die da waren und natürlich auch gewechselt haben, es waren nicht immer die gleichen, von Diakonie bis Brückenschwester. Wir hatten schon unsere Feste, aber die hat ja auch mal Urlaub. Mhm. Also das ist schon etwas, also sag ich mal, von dem ich überrascht war, auf das ich so nicht so vorbereitet war, aber mit dem wir dann auch leben konnten, aber auch leben mussten. Also wir hatten keine Chance, wenn wir die Versorgung zu Hause gewährleisten wollten. Haben Sie eigentlich Schmerzen, Frau Picardo? Ganz wenig. Ganz wenig. Wenn ich zu lange stehe, gehe, sitze, habe ich einen Druck auf meinen Bauch, also Bauchfellkrebs, das hat sich ausgebreitet. Aber ansonsten gar nicht. Nein, Gott sei Dank. Da geht es Ihnen noch sehr gut vergleichsweise. Ich muss sagen, ja. Also erstaunlicherweise. Ich wundere mich manchmal selber über mich, aber es ist wirklich so. Frau Daun, ich würde gerne auf die Definition der Sterbehilfe zu sprechen kommen. Also das, was wir jetzt gerade hier von Ihnen sehr eindrücklich gestellt bekommen, ist ja quasi eine indirekte Sterbehilfe, quasi durch palliative Maßnahmen quasi, dass das Leben, wie sagt man, also das Leben verkürzt, wurde es verkürzt durch palliative Maßnahmen? Nein, es gibt aber es war auch eine Art der Sterbehilfe. Also Menschen, wenn Menschen an Sterbehilfe denken, denken sie sofort an die aktive, aber es ist ja doch sehr viel mehr. Also ich würde nie das, was ich getan habe, als Sterbehilfe bezeichnet. Genau, es ist auch keine Sterbehilfe, sondern ist, wenn man es ausdrücken will, dann heißt es vielleicht Hilfe beim Sterben und nicht Hilfe zum Sterben. Das ist ein Unterschied. Aktive Sterbehilfe heißt, ich nehme eine Spritze, setze sie beim Patienten an, in dem Willen, diesen Patienten zu töten. Das ist in Deutschland strafrechtlich verboten. Da gibt es einen ganz klaren Paragraphen, Tötung auf Verlangen. Da ist völlig egal, ob Sie Arzt oder nicht Arzt sind. Das ist im Strafgesetzbuch geregelt. Und es gab ein neues Gesetz im Dezember 2015. Über die assistierte Sterbehilfe, quasi, dass man jemand ein Medikament hinstellt und der das quasi selber einnimmt, wie es zum Beispiel in der Schweiz möglich ist. Genau. Und aktive assistierte Sterbehilfe. Assistierter Suizid oder assistierte Selbsttötung, das ist dann verboten, wenn es durch gewerbsmäßige Organisationen quasi betrieben wird, die damit dann natürlich auch Werbung betreiben. Und was wir aber in Deutschland haben, und das ist mir so wichtig, dass man das wieder sieht, wir haben eine gute Möglichkeit der passiven oder wie Sie sagen, dieser indirekten Sterbehilfe, wenn man diesen Begriff nutzt. Passiv heißt, ich muss nicht alles tun, was möglich ist. Das heißt, ich kann keine Chemotherapie machen, nicht operieren, nicht ernähren, wenn es im Sinne des Patienten und zum Wohle des Patienten ist. Also ein Beenden oder Nicht-Aufstarten lebensverlängernder Maßnahmen ist in Deutschland legitim. Um was es geht, ist, dass wir häufig zu wenig mit den Patienten und den Angehörigen darüber sprechen, was ist der Wille, wie weit soll die Medizin gehen. Und das, was Sie als indirekte Sterbehilfe bezeichnet haben oder Sterbebegleitung, ist, dass ich ein Medikament zum Lindern von Schmerzen oder Luftnot einsetzen kann in einer Dosierung, wenn ich den Willen habe, diesem Patienten zu helfen, selbst wenn diese Dosierung mutmaßlich das Leben verkürzen sollte. Es gibt keine einzige Studie, die beweist, dass richtig dosiertes Morphin das Leben verkürzt, sondern wir haben eher die Erfahrung sogar das Leben verlängert. Jetzt gibt es aber doch auch Kritik von Palliativmedizinern, die sagen, es wird zu viel gemacht am Lebensende, dass die Ärzte damit auch sehr viel Geld noch verdienen, indem sie bei Patienten, wo es eigentlich gar nichts mehr bringt, im Endeffekt die Hoffnung schüren und Therapien durchführen, die quasi dem Arzt auch sehr viel Geld einbringen. Ist an diesem Vorwurf was dran, Ihrer Meinung nach? Passiert das wirklich? Also ich sehe, dass wir in der Ärzteschaft immer ein hohes ärztliches Ethos haben. Und ich glaube, dass wir Mediziner eher Schwierigkeiten damit haben, zu sagen, wir hören auf. Weil wir sind erzogen, Menschen zu helfen. Ja, und das mit allen medizinischen Möglichkeiten. So ist erstmal unser Ansatz. Ja, es geht immer um die Hilfe. Und leider wird Sterben
oder Tod immer noch als Versagen gesehen. Mhm. Ja, das ist unser Dilemma. Ja, etwas zulassen, was einen natürlichen Verlauf nimmt. Und nicht zu sagen, ich habe noch diese Methode und diese Methode. Ja, mir als Klinikärztin, ich verdiene nicht mehr Geld, ob ich jetzt eine Chemotherapie noch mache oder nicht oder diesen Patienten anbiete. Aber man hat immer wieder das Gefühl, ach, habe ich nicht noch doch was? Kann ich nicht noch Leben retten? Also das ist etwas, was also ich auch erlebt habe mit meinem Mann. Ich würde deswegen auch nie von Sterbehilfe, sondern mein Ziel war es immer, sein Leben so zu gestalten, dass er so gut wie möglich irgendwie bis zum Ende leben kann. Ja. Das hat für mich aber auch bedeutet, dass wir nicht bis zum allerletzten Ende irgendwie eine Chemo machen, die ihm sozusagen nicht mehr hilft, aber zusätzliches Leiden verursacht durch Schmerzen, Unwohlbefinden etc. So konnte er wirklich bis zum Schluss mit Appetit essen und das Leben genießen. Und dabei sein, am Tisch sitzen und hat halt nicht geschwächt, dann nochmal im Bett gelegen und man hat sozusagen das Leben jetzt nochmal vielleicht durch diese Chemo um ein paar Wochen verlängert. Vielleicht hätte man es aber auch nicht verlängert, weil die Chemo ja nicht nur die Krebszellen, sondern auch die guten Zellen tötet. Und es unter Umständen noch schneller gegangen wäre. Haben Sie da vor etwas Angst, was auf Sie zukommt? Also Tod und Sterben ist überhaupt gar kein Thema für mich. Ich habe auch keine Angst davor, nur ich möchte nicht qualvoll leiden. Das ist wirklich so. Und ich habe auch schon mit meinem Onkologen darüber gesprochen. Ich bin ja auch beim Gynäkologen regelmäßig in Behandlung. Und ich habe gesagt, also ich möchte nicht elendig verrecken, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Ich möchte in Ruhe, in Würde sterben. Und am liebsten zu Hause. Wenn das nicht machbar ist, Hospiz. Aber leiden. Und ich kann schon viel aushalten, aber das wünsche ich mir zu meinem Ende eben nicht. In Ruhe. Und ich denke, das kann man ja auch wirklich auch, wenn man jetzt sieht, in eine Patientenverfügung genauso auch formulieren und sagen, ich wünsche mir hospizlichen oder palliativmedizinischen Beistand und Symptomkontrolle. Also ich habe eine Patientenverfügung, ich habe eine Patientenvollmacht, ich habe auch alles schon fertig gemacht, wie ich mir was wünsche, auch mein Ende. Ich habe sogar eine Gästeliste für meine Beisetzung. Ich liebe Pink und Lila, so sollen die Menschen erscheinen. Ja, das ist mir wichtig. Ja. Na, das ist soweit. Dann sage ich, kurz bevor ich dann die Augen zumache, ich muss nicht noch irgendwie denken, oh, ich habe was versäumt. Ich habe soweit dann alles. Also das war mir auch sehr wichtig. Frau Donn, jetzt haben wir gerade gehört, Ihnen ist wichtig, zu Hause zu sterben. Ihrem Mann war das auch wichtig. 60% der Deutschen ist es wichtig, also sie würden gerne zu Hause sterben. Aber de facto ist es noch so, dass 75% der Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sterben. Genau. Woran liegt das denn? Welche Hindernisse sind da vorhanden? Einmal wirklich diese langen Therapien und immer noch zu sagen, gut, vielleicht gibt es noch eine Chance. Das kommt sicherlich auch von Seiten Patienten und Angehörigen, was kann ich noch tun? Pflegeheime ist sicherlich jetzt das große Problem, immer ältere Bevölkerung. Und wenn man jetzt alleine Stuttgart sieht, ein Ausmaß an Single-Haushalten, da gibt es keine Familie, da gibt es keine Ehepartner. Ja. Was passiert mit diesen Menschen? Und ich glaube, da braucht es wirklich diese Palliativversorgung für mich im Ausbau zunächst auch in den Pflegeheimen. Wobei, ich sag mal, also ich habe das ja erlebt und ich weiß, was es für ein Kraftakt war. Und ich bin dann einmal auch nach 3 durchwachten Nächten und Schlaflosigkeit einfach auch zusammengeklappt. Und alle professionellen Dienste um mich herum haben mir gesagt, das geht so nicht weiter, sie müssen ihren Mann wegbringen, weil das schaffen sie nicht. Das hat noch keiner geschafft mit diesem Krankheitsbild. Und da war für mich das ambulante Hospiz, also im Prinzip als diejenigen, die nicht professionell und auch nicht geschäftsmäßig die Unterstützung betreiben, diejenigen, die schnell wirklich einspringen konnten und mir so viel Luft verschafft haben durch einfach 2 Nächte, die sie übernommen haben und die man auf dem freien Markt so einfach nicht bekommt. Also man bekommt keine Nachtschwester, die mal eben gerade, sag ich mal, das so übernimmt. Dadurch konnte ich mir wieder Luft verschaffen und konnte mich wieder erholen. Aber das ist ein Appell. Und auch meine Eltern sind, trotz ihres Alters noch sehr fit. Also ich sag mal, das ist auch keine Rahmenbedingung, die jeder zur Verfügung hat. Aber das ist jetzt der Appell wirklich an die Gesellschaft und an die Bürger zu sagen, Sie haben ambulanten Hospizdienst erwähnt, nur professionelle Hilfe wird nie ausreichen. Ja, wir brauchen das Ehrenamt, wir brauchen das Engagement von uns allen, wieder Leiden und Sterben entgegenzusehen und sagen, okay, was kann ich helfen? Denn Ärzte alleine diese Verantwortung zu überlassen,
ja, wird nicht ausreichen. Ja. Mhm. Wirklich zu sagen, das würdevolle Sterben kann nicht nur an die Ärzteschaft delegiert werden, es gehört... Ja, und ich sag mal, wie gesagt, die Diakonie ist dreimal 20 Minuten da, aber die Pflege findet 24 Stunden am Tag statt. Genau. Und manchmal braucht es dann diese Palliativstationen, ja, wo man sagen kann, okay, es findet eine vorübergehende Entlastung auch statt, ja, wo einfach Angehörige durchatmen können. Ja. Wie gehen Ihre Familienmitglieder damit um, Ihre Freunde? Also, ich habe noch eine Mutter, 5 Geschwister. Und jetzt, wo ich wieder auch etwas zugelegt habe und nicht mehr so ganz mager aussehe, sagen die so, ach, die ist ja gut drauf. Für die bin ich nicht so wirklich krank. Mhm. Und meine Freunde, ja, die sagen immer, du bist unser Vorbild. Ne? Also ich könnte das nicht, sagen die, auch meine Ärzte. Meine Ärzte sagen, so wie sie das machen, das könnte ich nicht. Das sagen mir alle. Aber ich, vielleicht bin ich vom Typ vom Naturell so. Also ich habe mich auch nicht wesentlich verändert. Vielleicht ein bisschen noch verrückter geworden in dem, was ich mache, aber sonst. Frau Heini-Reberle, könnten Sie vielleicht zum Schluss noch mal erklären, jetzt auch aus Ihrer Erfahrung heraus, was ist denn auch für Angehörige wichtig? Was muss ich denn an dem jetzigen System noch ändern, in der kurzen Antwort? Na, ich glaube, dass es also mehr flexible Unterstützung braucht. Also mir hätte eine Diakonie gut getan, die auch mal kurzfristig eine Nachtwache übernimmt. 24-Stunden-Hilfe bekommen Sie nur über einen langen Zeitraum, die bekommen Sie nicht mal eben so. Ich wollte aber nicht dauerhaft jemand Fremdes im Haus haben. Das brauchte ich gar nicht, aber ich brauchte zwischendurch mal 1, 2, 3 Tage, 1, 2, 3 Nächte jemand, der einfach mal Phasen auch übernimmt und halt nicht um 21:30 kommt, wenn ich eigentlich um 6 jemanden brauche, der da ist. Dankeschön. Sterbehilfe, was tun, wenn Sterbende leiden? Das war heute unser Thema bei Alpha Omega. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass Sie da waren und uns diese bewegenden Geschichten auch erzählt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.